Heute ist es soweit, liebe Zuseher. Heute ist Valentinstag, es ist Ihnen bestimmt auch nicht entgangen. Und aus diesem Grund haben wir jetzt einen ganz besonderen Studiengast. Gestern noch bei 2 Minuten, 2 Millionen, heute schon hier bei uns in der Show. Emanuel Kaspar, freut uns sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Du hast eine ganz tolle Idee gehabt. Genau. Bitte erzähl uns mal von dieser grandiosen Idee, denn es geht ja um Dates. Genau, also es ist eine Website, auf der man unvergessliche Dates und Aktivitäten in Wien finden und buchen kann. createyourdate.net heißt das. createyourdate.net, ja, sehr schön. Oder cyd.at, für die, die es ganz kurz mögen. Und da findet man eben sehr viele Möglichkeiten, wenn man nicht weiß, was man tun soll, wenn man nicht so kreativ ist, wenn man wirklich Sachen machen möchte, die es sonst nirgends gibt. Und das ist alles auf unserer Website. Das heißt, man braucht aber schon einen Partner, oder? Also da findet man keine neuen Matches, so wie auf anderen Datingportalen, sondern da hat man schon jemanden. Genau. Partner oder... Was du vorher gesagt hast, oder? Aber dein Spusi halt, ja. Genau. Und dann kann man wirklich in verschiedene Kategorien sich durchklicken? Genau. Ja, also es geht darum, dass man jemanden haben sollte, sonst geht man eben alleine dorthin. Das ist ein bisschen traurig, aber... Aber macht nichts. Ja, weil es sind sehr spannende Sachen. Das Wichtigste ist einfach, dass man was zu reden hat. Und also wir haben da drei Kategorien, beziehungsweise noch dazu haben wir auch noch Events. Eben heute zum Beispiel haben wir einerseits eine Rätselrallye, das erotische Wien. Das ist ganz spannend. Also, und zusätzlich sich auch noch einen Schokolade-Selber-Mach-Workshop. Also schön. Das ist für die Süßen. Und ja, und sonst haben wir noch ganz viele andere Sachen wie Escape Room mit Handschellen, Kutschenfahrten. Also auch für die Wilden was dabei. Für jeden was dabei normalerweise, und ja. Ich habe gesehen, es gibt sogar einen Heiratsantrag im Haus des Meeres. Genau, einen Heiratsantrag. Liebe Zuseher, falls heute am Valentinstag, oder? Das noch irgendwie Thema ist. Wird die ganz spontan, ja. Genau. In welcher Preiskategorie bewegt man sich denn da? Wenn man sagt, man würde das gerne mit seinem Partner machen, wo beginnt das Ganze und wo hört das auf? Ja, das Ganze beginnt ab 20 Euro circa und hört halt auf im Bereich von 500 Euro circa. Also das ist das Teuerste, was gebucht worden ist, war jemals 600 Euro. Also okay. So in diese Richtung. Was wäre das um die 600 Euro? Was erwartet einem dann? Ja, da ist es meistens eine individuelle Planung auch noch dazu. Also wir haben einerseits unsere Date-Möglichkeiten auf der Website, die kann man immer ganz buchen, wann man es möchte. Und zusätzlich dazu sind wir halt auch noch als Date-Planer, Date-Experte zusätzlich noch tätig und planen dann individuelle Dates, je nachdem, was man haben will, was die Hobbys sind, was der andere haben möchte. Also da sind wir ganz... Da richten wir uns ganz nach dem Kunden eigentlich. Ja, wenn wir das Ganze jetzt vielleicht nochmal von vorne aufrollen, seit einem Jahr gibt es das, glaube ich, schon. Wie hat sich das Ganze entwickelt jetzt in den letzten 12 Monaten? Ja, also das ist wahnsinnig arg. Also als Startup vor allem probiert man halt die ganze Zeit aus. Also man versucht etwas, dann merkt man so nach zwei Tagen so, nein, oh mein Gott, das funktioniert gar nicht. Dann macht man wieder was Neues. Also dann der Weg zu 2 Minuten zur Millionen war so in die Richtung, wir haben uns halt beworben, man bewirbt sich mal dort, führt Formulare aus und sowas. Dann kommt man zu einem Videocasting, dann waren wir im Sommer bei einem Female Founders Pitch. Also es war sehr cool. Also weil ich mache das zusammen mit meiner Partnerin und, yeah. Und deshalb waren wir dort. Und dort haben wir dann auch gewonnen und dann ist Puls 4 eben aufmerksam auf uns geworden und haben gesagt so, ja, wir finden die Idee super, wir finden das einfach toll, was ihr macht. Und dann sind wir dann schlussendlich dann bei 2 Minuten zu Millionen gelandet, ja. Ich muss sagen, es ist ja auch wirklich toll, weil wie oft stellt man sich die Frage, boah, jetzt hat man Zeit, jetzt hat der Partner Zeit und was macht man? Und man macht eigentlich immer dieselben Dinge, oder? Genau. War das auch, ist das auch bei euch so entstanden, dass ihr gesagt habt, was könnte man tun, wieso gibt es da nichts, was einem Abhilfe schafft? Also genau so ist es eigentlich entstanden. Es ist einerseits halt aus einer meiner Masterarbeiten entstanden, wo ich darüber geschrieben habe, über wie man ein Online-Magazin etablieren könnte, wie man das umsetzen kann. Und dann aber immer wieder das Problem einfach, warum gibt es einfach 2.500 Plattformen, wo man jemanden finden kann, aber dann einfach keine Website oder nichts, wo man dann wirklich ganz außergewöhnliche Sachen buchen kann. Das war einfach so... Da hat man warum? Endlich wen und kann genau. Nichts mehr tun, oder? Genau, so ist es, ja. Ja, das heißt, ich habe eins noch gesehen, wir sehen gleich am Ende, aber 2 Minuten, 2 Millionen, da gibt es bald ein Date, habe ich gesehen, ja, auf der Homepage. Ab ist nächsten das was Monat. Ganz Tolles? Ja, verrat ja. Uns doch einmal ein bisschen. Ja, also einerseits geht es in Richtung Wine-Tasting, also Weinverkostung, und andererseits gibt es ein Helikopter-Date. Ja, beides mit Leo Hillinger, also den wir gestern überzeugen konnten. Vielen lieben Dank, Emanuel, dass du hier warst. Also auf createyourdate.net werden Sie auf jeden Fall fündig nach dem perfekten Date. Und wir kommen jetzt zum Thema des Tages.